Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich sitze gerade im Schnitt meiner Videos von gestern und ich bin so ein bisschen erschrocken darüber, wie ich so ganz spontan und ungeplant mit euch über meine Pläne des Aufhörens gesprochen habe. Und bei einem Kaffeeklatsch-Video würde ich das ganz gerne mal unter die Lupe nehmen. Ich hoffe, ihr habt Lust dazu. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Also zuallererst einen Schluck. Ja, das hat mich tatsächlich schockiert. Ich habe das gestern, als ich es aufgenommen habe, gar nicht so sehr realisiert. Aber ich muss sagen, dass das spontane Geständnis bei euch so ungeplant und ohne, dass ich mir extra dafür Zeit genommen habe, ein Video zu drehen. Es brubbelte ja einfach so aus meinem Mund heraus und ohne, dass ich eigentlich darüber überhaupt nachgedacht habe, hat mich erschreckt. Ihr wisst ja, ich kämpfe schon eine ganze Zeit damit aufzuhören, weil oder zumindest sehr viel kürzer zu treten, ja. Vielleicht nur einmal in der Woche überhaupt mal so ein Video zu machen oder auch einmal im Monat, ja. Da kämpfe ich schon ziemlich lange mit mir rum und ich habe es ja auch öfter schon mal kommuniziert, gerade wenn diese Widrigkeiten mit dem mit der Einschränkung immer auftreten. Aber das ist in letzter Zeit wirklich zum Glück gar nicht mehr der Fall. Ich denke mal, dass sich da auch viele beschwert haben, weil das ist ja nicht möglich. Ja, man macht ja gar nichts und dann wird man eingeschränkt. Dann bringt es ja keinen Spaß, Videos zu drehen. Da bin ich ja sicherlich nicht die Einzige. Aber ich glaube, dass das nur mal einmal so ein Tüpfelchen auf meinem I-Punkt war. Also es hat das fast sozusagen zum Überlaufen gebracht. Der eigentliche Grund, ich meine, deswegen hört man ja nicht auf. Wenn es einem Spaß bringt und wenn man das weitermachen möchte und wenn man es ja für sich tut, ja, wie ich es ja auch immer sage, dann darf das kein Hinderungsgrund sein. Und man kann sich ja, man kann ja auch so filmen, dass das Ganze durchgeht. Ja, man kann ja auch sich richtig anziehen, wobei ehrlich sein. Also ich muss ja jetzt hier nicht mit so einem Ausschnitt durch die Gegend laufen und dann noch sauber machen, putzen oder auf der Erde rumkriechen und Gardinen schneiden. Also der wirkliche Grund, dass das nicht der Grund ist, so wirklich, das wusste ich ja, sondern dass es tiefer sitzt, nämlich dass mein ganzes Leben, so in den letzten halben Jahr, würde ich mal sagen, eigentlich schon im letzten Jahr, das fing an bei uns zu brechen, als ich erfuhr, dass, ja, mit dem Kind meiner Tochter, ja, das haben wir ja jetzt vor über einem Jahr erfahren und dann zog sie ja auch hier bei uns ein, weil ihr Mann ja eben im Ausland arbeitet und da begann es in mir, ja, da schwankte mein weltliches Gleichgewicht, logisch, weil das ist ein so einschneidendes Erlebnis gewesen. Wenn ich darüber nachdenke, treibt es mir die Tränen in die Augen, weil das hat uns nochmal so richtig gezeigt, wie verletzbar das Leben eigentlich ist und wie schnell von einer Sekunde auf die andere sich alles wenden kann und wie wichtig die Gesundheit ist, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, warum mir die Tränen wieder in die Augen kommen, weil das Erlebnis ist eigentlich verarbeitet und es ist ja zum Glück auch alles gut verlaufen, oh, das hoffen wir jedenfalls. Aber das hat mich nochmal gebrochen. Also ich glaube, das kann man sagen und das Leben wurde danach anders. Ich glaube, das kann man sagen, wenn so etwas auftritt und das hat ja das ganze kommende Jahr, unser ganzes Leben von uns allen eigentlich auf den Kopf gestellt und es hat den Zusammenhalt der Familie gefördert, ja, aber es gab auch Schwierigkeiten, es war alles nicht einfach, ja, für niemanden von uns. Und ihr habt es ab und zu gesehen, ich habe wenig darüber berichtet, aber es war natürlich nicht einfach. Und wenn ich darüber nachdenke, was im letzten Jahr alles passiert ist und wie stark ich mich in die Arbeit gestürzt habe,
Es ist ja auch, wenn ich mich mit euch unterhalte, so eine Art Seelenstriptease, das kann man schon so sagen. Also öfters erwische ich mich dabei, dass ich Dinge erzähle, die aus meinem Mund rauskommen, über die ich mich vorher noch gar nicht so richtig mit auseinandergesetzt habe, mit diesen Gedanken. Und selbst wenn du mit dir selber sprichst, und letztendlich ist das ja so, ich rede ja mit der Kamera, ihr hört das und seht das später, aber es ist ja trotzdem so, dass es ja ein Selbstgespräch ist. Das kann man ja nicht anders sagen, weil ich kriege ja jetzt keine direkte Reaktion auf meine Gespräche mit euch. Und ich glaube auch, dass das gut ist, weil Selbstgespräche, da denkt man immer, ja, Leute, die Selbstgespräche führen, die sind nicht ganz in Ordnung, aber das ist ganz im Gegenteil der Fall. Ich glaube sogar, dass alle Menschen Selbstgespräche führen und dass es auch sehr heilbar ist. Und für mich ist das eine Art Selbstgespräch, ja. Selbstgespräch zwar mit einer breiten Masse von Menschen, weil das kann man schon so sagen, aber trotzdem erst einmal ein Gespräch mit mir selber, ein Herausfließen meiner Gedanken durch meinen Mund nach außen transportiert. Und wenn ich dann nachher im Schnitt sitze und mir das nochmal anhöre, manchmal nicht immer, ja, manchmal habe ich auch keinen Bock dazu, mir selbst zuzuhören, aber manchmal bleibe ich auch kleben an meinen Worten, weil ich mich interessiere für das, was ich sage manchmal. Und dann erwische ich mich dabei, das ist wie so ein Schalter in meinem Kopf, der dann runtergeht und wo ich denke, oh mein Gott, sind das wirklich deine tiefsten Gedanken? Es sind ja auch manchmal nur kleine Sätzchen in meinem ganzen Quatsch, den ich immer erzähle. Merkt ihr wahrscheinlich gar nicht, noch nicht mal, aber dieser kleine Satz löst dann bei mir im Schnitt was aus. Und eben war das soweit. Das war nicht nur so ein kleiner Satz, sondern einfach ein richtig großes Geständnis, dass ich aufhören möchte, ja. Und das völlig unerwartet. Das heißt ja, dass dieser Gedanke wirklich so tief in meinem Kopf sitzt, dass er ganz spontan, ich wollte einfach nur reinschalten und wollte ich sagen, ja, so und so spät ist das jetzt und so lange habe ich gebraucht für die ganze Bearbeitung und dann haue ich da 20 Minuten meine Pläne, meine Gedanken, die gar nicht so ausgesprochen werden sollten in dem Moment, raus. Und das hat mich erschreckt, ja, weil das ja doch zeigt, dass es mich so sehr belastet gerade und mir so viel Druck und ja, eine Belastung ist in meinem Leben gerade, dass man da eigentlich eine Reißleine ziehen muss, ja, dass man darauf hören muss und dass man eigentlich sagen sollte, Kerstin, komm, hör jetzt auf damit, ja, weil es geht dir gut und es ist alles in Ordnung. Und du hast alles verarbeitet. Und ich glaube, ich habe mich in dem letzten Jahr in die Arbeit gestürzt. Einfach um eine kleine, das ist so die Quintessenz dessen, was ich glaube, in dem letzten Jahr, was passiert ist. Ich glaube, ich habe mich in die Arbeit gestürzt, um ab und zu mal eine Auszeit zu haben von den Sorgen, ja, die letztendlich da waren im letzten Jahr. Das hat mir so eine kleine Fluchtmöglichkeit gegeben und ein Weg, das Ganze mit der Arbeit zu verarbeiten. Und ich glaube jetzt, wo das Ganze in geregelten Bahnen läuft und wo ich das nicht mehr machen muss, wird mir das Ganze zur Last, ja? Wird es zu etwas, was mich belastet und was mir zur Pflicht wird, zur Pflichtaufgabe geworden ist. Jetzt, wo ich hier in den letzten Wochen wieder alleine bin und wo ich wieder Zeit für mich habe, wo ich mir keine Sorgen mehr um bestimmte Dinge machen muss oder nicht mehr so schlimm, ja, wie es ja das letzte Jahr war, da wird es, glaube ich, zur Belastung jetzt. Und ich habe es immer so gemacht in meinem Leben, wenn das so weit war, wenn es etwas war, was mir eine Last war, dass ich damit aufhöre. Und das diesmal nicht zu tun, ist eine große Überwindung, weil es ja auch zu einer Art Beruf, will ich nicht sagen, aber es ist zu einer Art täglichen Aufgabe geworden, die ich
erfüllen muss. Und jetzt kann man sagen, okay, warum musst du das erfüllen? Es zwingt niemand, nein, aber ich habe sozusagen das Gefühl, es für mich weitermachen zu müssen, um später, wenn ich älter werde und wenn ich nicht mehr die Kraft habe, das zu machen und dieser Augenblick kommt, ich weiß es ganz genau, ja, ich bin nicht seit heute auf dieser Welt und ich habe schon ganz viele von solchen Dingen hinter mir. Mein Laden, ja, die Bäckerei, die habe ich im Exzess geführt. Im Exzess. Ich bin morgens um 5, um 4 aufgestanden, habe die ganzen Brote geschmiert, hab Kaffee gekocht, habe die ganzen Zeitungen einsortiert, habe die Brötchen, die Kuchen aufgestapelt, habe den Döner angeschmissen, habe den Döner an den Grill gemacht, habe ihn anheizen lassen, habe die Soßen gemacht, habe die ganzen Salate geschnitten, ja. Bis abends um 12 bin ich noch in den Laden rein und habe geguckt, habe die letzten Gäste noch verabschiedet, habe noch abgewaschen, habe den ganzen Döner sauber gemacht, habe die ganzen Bäckereisachen in die Kästen getan, habe die Liste geschrieben, die Backliste für die Bäckerei, dass die wussten, wie viel was übrig geblieben ist. Also ich habe das tatsächlich 6 Jahre, ich würde mal sagen 6, 7 Jahre, ich weiß nicht, wie lange hatten wir die Bäckerei, ich muss lügen, aber so ungefähr wird es gewesen sein. Ich habe mich kaputt gemacht, ja. Und ich habe da ja auch noch ein Baby gehabt. Mein Kind war, weiß ich nicht, wie viele Monate, als wir die Bäckerei eröffnet haben. Und ich habe es gestillt, ich habe meine Großfamilie versorgt, ja. Wir haben teilweise im Laden gegessen. Also es war nicht einfach. Niemals in meinem Leben war es einfach. Und im Moment ist es so, dass ich wieder, auch da habe ich die Reißleine gezogen. Auch ich war diejenige, die den Laden geschlossen hat. Ja, ich habe gesagt, von heute auf morgen ist Schluss, Schluss, aus, vorbei, mach das zu. Das Ding tut mir nicht mehr gut, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Ja, und dann haben wir das geschlossen. Es hätte gar nicht sein müssen, weil der Laden lief. Es war so ein bisschen so ein Selbstläufer. Ja, wir hatten einigermaßen gute Zahlen und da die Familie da ja auch gegessen hat, also Dinge, die weggeschmissen wurden, normalerweise in einem normalen Betrieb hat die Großfamilie gegessen, deswegen hat sich das gut rentiert. Also was heißt gut? Es hat sich rentiert, ja. Und insofern habe ich auch das Ding geschlossen. Ja, ich habe sogar ein Gewerbe zugemacht, weil ich das nicht mehr machen wollte und die Reißleine gezogen habe. Und an diesem Punkt befinde ich mich gerade wieder. Und das nochmal so vor Augen geführt zu haben, eben geführt zu bekommen, wie eben im Schnitt, hat was mit mir gemacht. Aber wie ich da ja auch gestern schon in meinem Vlog erzählt habe, ich möchte diesen Sprung nach Alanya erst einmal schaffen und möchte das mit dokumentieren auf YouTube. Das ist das Einzige, was mich im Moment noch daran hindert, erst einmal Urlaub zu machen. Erst einmal zu sagen, so, ich habe genug gedreht in dem letzten Jahr. Ihr habt 3 Kanäle, die ihr euch angucken könnt. Schaut euch auch, schaut gerne noch mal auf den anderen Kanälen vorbei. Beauty Over 50 oder meiner Finanzakademie. Es gibt wirklich so viel auf meinen, guckt in meinen Blog, ja, auch da www.wolfsmama.de. Das wäre das Einzige, was ich noch so weitermachen würde. Und das ist das Einzige auch, was ich so ein bisschen vernachlässige gerade, ja, weil ich habe einfach keine Zeit. Weil das, was ich mache, ich habe Zeit von der Masse her, da könnte ich auch mehr im Blog machen. Aber das Ding ist, dass mein Kopf wirklich im Moment einfach eine Ruhepause braucht. Ja, auch ein Blog schreiben ist ja auch Tagebuch schreiben. Das, was du gestern erlebt hast, ist wieder mit Denken, ja, und ich liebe das Schreiben, ja, ich liebe es zu schreiben. Ich habe schon als Kind gerne geschrieben, aber ich kann diese Leidenschaft nicht ausüben, weil ich einfach zu viel von meiner Kreativität und meiner Arbeit in die Videos stecke im Moment. Und das ist scheiße, wirklich. Ich kann die Dinge, die ich jetzt gerade machen möchte, nicht machen, weil ich die Verpflichtung habe, Videos zu drehen. Und ja, es ist nicht einfach gerade. Das kann ich einfach nur mal so sagen. Und es ist ja auch nicht so, dass mir das alles gar keinen Spaß bringt, sondern im Gegenteil. Ich drehe ja gerne Videos, ja. Und es ist auch nicht so, jetzt sagen viele Menschen dann, ja, mach doch nicht so viel, mach doch weniger. Das ist keine Lösung für mich. Das ist wie, als würdest du mir sagen,
Ich esse so gern Schokolade und ich esse so gern Süßigkeiten. Das kann auch immer keiner verstehen. Entweder ich esse viel Süßigkeiten und ich esse so viel ich möchte. Ich esse so viel Schokolade, wie ich will. Ich esse so viel Kuchen, wie ich will. Oder ich esse es gar nicht. Und ein dazwischen gibt es einfach bei mir nicht. Das ist schon, das kann ich nicht. Ich bin kein Mensch, der Zwischenlösungen in seinem Leben integriert. Ich brauche entweder ganz oder gar nicht. Und das ist leider auch das, was ich bei YouTube mache, ja. Ich mache immer zu viel von allem und ich mache das so lange, bis ich nicht mehr kann. Und dann höre ich einfach ganz auf. Und dann denke ich mir wieder was Neues aus. Und das ist nicht gut, ne? Natürlich weiß, dass es nicht richtig ist. Man sollte vielleicht weniger machen, aber das dafür ganz richtig. Und dann hört man auch nicht auf und kann sich auch längerfristig was machen. Aber ja, so bin ich halt nicht. Na, das macht mich nicht glücklich. Ich mache das, was ich mache, mit vollem Herzblut, mit meinen ganzen Stunden an Zeit, die ich habe am Tag, mit meiner ganzen Freizeit. Baue das auf, bringe es hoch und dann höre ich auf. Weil ich dann keine Lust mehr habe, weil mein Leben ist eigentlich immer davon geprägt, neue Dinge auszuprobieren, es zu lernen, ja, von Grund auf alles zu machen, wie eine Ausbildung quasi, die du so 2, 3 Jahre lernst, eine Ausbildung, die du 2, 3 Jahre machst und dann kannst du deinen Beruf, du bist da Profi drin, du hast es richtig gut gelernt und nun geht es darum, diesen Beruf auszuüben, diesen Beruf anzugehen, da drin zu arbeiten, um noch besser zu werden, um es profitabel zu machen. Ja, und dann habe ich keine Lust mehr. Dann will ich was Neues lernen. Das wird mir zu langweilig. Dann muss ich was anderes machen. Und so ist es gerade bei mir mit dem Schreiben. Ich möchte so gerne schreiben. Ja, so gerne. Ich habe ja schon ganz viel gemacht. Ich habe es euch alles nicht erzählt. Das möchte ich auch im Moment nicht. Ich habe eigentlich gedacht, ich erzähle euch was drüber, aber das mache ich nicht, will ich nicht. Ich habe schon viele Dinge gemacht in diesem Bereich. Ich hatte ja auch erzählt, dass ich viele Jahre bei Textbroker gearbeitet habe. Das ist so das Einzige, was ihr wisst. Ich möchte da aber auch nicht drüber reden, weil ich diese beiden Dinge nicht verbinden will. Aber es ist so, dass ich mich wieder neu orientieren möchte. Und da ich jetzt gerade im Aufbruch bin und das unbedingt in meinen Lebenszyklus mit hineinhaben möchte auf YouTube, nämlich meine Auswanderung nach Alanya, ich will es unbedingt dokumentieren. Und dann könnte ich jetzt sagen, okay, ich drehe jetzt einfach nicht bis Mittwoch und wenn ich in Alanya bin, dann mache ich das wieder, wenn ich Lust habe. Aber das ist auch keine Lösung, weil das werde ich nicht machen. Na, ich werde dann irgendwann vielleicht nächstes Jahr mal wieder drauf gehen, wenn ich mich eingelebt habe und wenn alles zum Alltag geworden ist, dann überwinde ich mich mal wieder und schalte mal wieder rein. Und genau das möchte ich nicht. Ich mache weiter, ich werde mich weiter zwingen, das zu machen, aber es fällt mir schwer. Und es fällt mir auch jeden Morgen, wenn ich hier sitze, noch schwerer. Je mehr Zeit ich habe, das Ganze hier zu machen, weil ich rundherum nichts habe. Ich muss auf keine Kinder aufpassen. Ich muss mich nicht kümmern. Das ist alles alleine. Das geht alles seiner Wege. Desto mehr Zeit ich habe, meine Arbeit hier zu machen, desto größer wird der Wunsch, was anderes zu machen. Wieder mich neu reinzuhängen in neue Ideen, in neue Entwicklungen, in neue Dinge. Ja? Und dafür habe ich dann eben keine Zeit, weil das hier nimmt ja wirklich meine 7 Videos, die ich drehe. Ich glaube, ich mache 5 Videos gerade im Moment. Wie viel mache ich auf YouTube? Ich mache 2 Vormittagsvideos und ich glaube, ich mache im Moment 4 Vlog-Teile. Wenn ich keinen vierten Vlog-Teil mache, dann mache ich mein Resümee-Video mit rein. Das sind also 7 Videos auf Wolfsmama im Moment, ne? Oder habe ich falsch gerechnet? Nee, 4 Vlogs, 6 Videos. Auf Wolfsmama gerade 6 Videos jeden Tag mit Titeln, mit Dings, mit allem Möglichen und nochmal nicht ganz regelmäßig mehr, weil ich es einfach nicht schaffe. Mein Beauty Over 50 hat manchmal 2 Videos, manchmal 3 Videos am Tag im Moment gehabt in dieser Zeit. Manchmal schludere ich da ein bisschen, es ist nur 1 am Tag. Finanzakademie wird weniger, habe ich festgestellt, was ich gar nicht gut finde. Da schaffe ich es kaum noch jeden Tag 1 online zu stellen. Aber überlegt euch mal diese Masse, ja.
Das will alles geschnitten werden, das will alles mit Bildern, das will alles erdacht werden, das will alles produziert und gedreht werden. Und ja, ich weiß nicht, ist alles im Moment zu viel. Aber ich mache weiter, bis ich den Sprung nach Alanya geschafft habe. Es wird einen Cut geben, höchstwahrscheinlich, wenn wir im Auto sitzen. Es sieht ja jetzt aus. Ich kann immer noch keinen Video drehen darüber, so, das wird jetzt stattfinden. Das kann ich erst, wenn ich das endgültige okay habe, so Mittwoch fahren wir. Leider habe ich das noch nicht. Aber wenn, dann würde ich das Video drehen, dann werdet ihr sagen, so, jetzt geht's los oder so, so werde ich titeln. Und dann werde ich wahrscheinlich einen Cut haben von 3 Tagen, weil ich die Fahrt eben nicht hochladen kann. Wir werden 3 Tage im Auto sitzen wahrscheinlich und da habe ich kein Internet. Das heißt, ich kann das dann nicht hochladen. Ne? Das ist das Problem. Es gibt sicherlich öffentliche Internetgeschichten, aber ehrlich gesagt, ich habe keine Lust, in diese öffentlichen Dinger reinzugehen. Das muss ich jetzt auch mal so sagen, weil es ist ja nicht ungefährlich. Ne? Und insofern wird es da einen Cut geben. Dann wisst ihr Bescheid. Wir sind losgefahren. Das werde ich aber ankündigen vorher. Aber ja, ich habe gerade einen Kampf mit mir, aber schauen wir mal, wie das so weitergeht. Ja, ich muss Miley hier lassen. Das nagt noch viel mehr an mir gerade als alles andere. Und bin da immer noch am Hin- und Herlegen, überlegen, ob ich sie nicht doch mitnehme. Aber das wäre einfach unverantwortlich, weil ich nicht weiß, wie die Wege sind. Es wäre viel intelligenter, sie zu holen, wenn es nicht so voll ist auf den Straßen, wenn das Wetter kühler wird, wenn das Wetter in Alanya besser ist, ist einfach schlauer. Klar, sie wird leiden, ich weiß es, ich leide auch, aber ein Hund gewöhnt sich auch, das ist nicht so schlimm. Sie wird sich eingewöhnen, es dauert ein bisschen, aber sie wird das hinbekommen. Es wird sich gut um sie gekümmert werden und das klappt schon. Ja, mein Lieben, das wollte ich einmal mit euch geteilt haben, weil wahrscheinlich einige wieder gedacht haben, hä, was hat die denn da jetzt erzählt, wieder gestern, wie kommt denn das auf einmal? Er hat mich auch überrascht und keine Ahnung, wie das gekommen ist. Na gut, mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald, hoffentlich. Man weiß es nicht.